Diese Autos sind halt mittlerweile aerodynamisch so krass, dass einfach, auch wenn die keine Traktionskontrolle haben, die liegen halt auf der Straße. Da musst du wirklich schon mit Vollpower auf dem nassen Körper raus, okay, auf dem Körper Ja. beschleunigen. Und? Trocken. Trocken. Na, ich würde nicht sagen, dass es trocken bleibt. Das hat, wenn durchgehend bedeckt ist, kann es nieseln. Also leichten Regen. Oh, Ja, das nee. wird schwer. Ich wollte gerade sagen, weil du kannst zwischendurch in den Sektionen mal zum Tröpfeln beginnen. Kommt drauf an, was am Rennen angezeigt, also deinem vorm Rennen angezeigt wird. Ja. Also ich würde das noch nicht in trockenen Tüchern, legen. Die Frage ist jetzt, wie werden die Strategien sein? Ja, jetzt haben wir, also jetzt kann vieles passieren, was Jetzt Strategien kann angeht. jeder so fahren, wie er will. Ich starte auf hart. Wets. Wets. Ach, los, Jürgen. Pascal Kutscher so erstmal eine Benchmark-Runde auf Inter setzen. Eine Benchmark. Ja, jetzt kommt eine Renault da. Wie ich übrigens heute den Ja. F1-Talk schon gepostet hatte, eine der ersten Antworten unter dem Tweet von der offiziellen Formel 1, dass Sainz zu Ferrari wechselt, ist die italienische Ja. Übersetzung von Smooth Operator. Danke, Nico. Operatore regolare. Ich freue mich schon auf den Helm von Sainz. Ja. Also ich bin richtig gehypt auf 2021, allein Das ist wegen der Fahrerfahrt. ein Dieses Reddit. Bild von manchen, wo sie diesen Helm von Vettel einfach so mit der Deutschlandflagge weggemacht haben und die Spanienflagge drüber gemacht Ein haben. Reddit-Kommentar hat über Sainz zu Ferrari gesagt: It's an upgrade for Ferrari, from 5 to 55. Ja. Wow. Schön. Oh! Weil Alter, Vettel doch gewonnen die haben wir 5 gleich. hat als Nummer und Sainz die 55. Ah. Ist doch doppelt so viel. Gleich wieder Flagge aufgepasst, by the way. Ja, schade gemacht. Aber dann hätte Jude auch was sagen können, um ganz ehrlich zu sein. Soll ich die ganze Strecke lang Alarm rufen? Alarm! Ja, das war auch ein Alarm! Alarm! Kommt auf einmal ein Mercedes angeschossen. Benny Alarm! kennt das Gefühl. Mann, 40.000 Stelle das Philipp Alarm. Solche Scheiße. Ja! Ich kann 14.000 von Warte, haben. warte, Pascal, ich hab grad meine Runde verpasst, ich muss nochmal neu starten. PlayStation neu starten. Okay, du bist in den Top 10. Macht Renault heute eigentlich wieder Windschattenspiele? Also, ich weiß von nichts. Ich auch nicht. Würde auch ganz gerne mal Windschattenspiele machen mit meinem In Japan Teamkollegen. hätte ich auch keine gemacht, wenn ich ehrlich bin. Pasi wird Windschatten haben. Nee. Ah, gebessere uns. Du kannst mir gerne in Mexiko auf der Start- und Zielgerade wünschen. Aber lese ich richtig Joule auf Inters? Was? Bei mir steht Joule auf Inters. Ne, Ja. der hat schon beendet die Session. Das ist keine Fake News, das ist richtig. Ha! Da kommt die Benchmark-Runde. Also, Basi, ich muss jetzt mal Real Talk sagen. Nicht mal mit Softzwächen an deine Mediums-Reihe rangekommen. Das ist halt schon abartig, ne? Ja. Alleine, dass Jonas vor mir ist, macht mir Sorgen. Ich bin zum Haas einfach, Papa. So, der Lacher des Tages geht an Jonas. Oh Gott, ich bin's einfach im Haas. Ich bin's Haas. Ich glaube, hätte sich Nico nicht unsichtbar gemacht in Russland, wäre es auch wieder schön geworden. Ja, da hatte ich aber auch Nasenbluten, ey. Was da. Da hat Nico gecheatet, das muss man jetzt beinahe mal so sagen. Ja, ich glaube, wir haben aber den Weg so gut zugemacht, dass er gar nicht vorbeikommen könnte, ohne dass Ja, eben, ich dachte mir so am Start, ja, okay, dann spiegen wir zwei ein. Auf einmal fährt er unsichtbar mit seinem Ferrari vorbei. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt verkehrt? Ja, so wäre ich auf jeden Fall nicht vorbeigekommen, ne. Ja. Ich hab's ja versucht, aber dann seid ihr beide in die Mitte gefahren. Und wäre es genauso geendet wie in Monza vielleicht, wäre ich da doch aufgehalten hätte in die Mitte. Bei Hasi und Michi. Ich hoffe, das war jetzt alles okay. Ja, für mich Das ist schon. gegeben.
Good old Deckner 2. Oh! Passiert? Riesen Unfall. Schön nicht reingefahren oder wie? Nee, wir haben beide Tokyo Drift gemacht. Ja, fahr doch rückwärts, Dennis. Ja, ich bin welche Kurve. Oder wer hat das qualifiziert? Ich krieg die Kurve nicht hin. Der zweiten Teil der Spoon, die verkacke ich immer. Ja, ich auch. Denn es sind ja nur 9, bist du Q4 schon qualifiziert? Ich weiß noch, wo es das für DDM gab, das One-Shot am Ende vom Qualifying mit den besten 4. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Nee, sagt Thaddeus. Alter. Was macht ihr da? Habt ihr... Ach, ich hab's doch schon gesagt, Alter, Mann. Dennis, stand das Alter dafür, dass du jemanden dass du ruhig gelassen werden willst? Ja, ich weiß, du meinst, dass ich das gesagt habe. Ich hab gar nichts gehört. Besser ist, wenn du noch einen Namen dazu sagst. Außer, dass ich dumm nicht bleiben. Dennis, you're easy on board. Okay. No. Ah, ja. Well. What the fuck? Was? Das geht doch nicht! Ja, that's unfortunate. Das ist halt der ganze erste Sektor, ne? Wenn du einmal einen Scheitelpunkt verpasst, dann verlierst du die ganze Zeit raus. Ja. Das ist halt das Schlimme. Scheiß Boxlife, Alter. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht mal so unzufrieden, auch wie beim Setup, dass ich erst eine Stunde oder so vor Rennbeginn jetzt, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Ich habe heute um 15 oder 16 Uhr angefangen, dass ich mich langsam drauf einschieße. Und ich bin erst gegen 19 Uhr, 19:15 mit dem Setup fertig geworden, weil ich mich vor allem nicht wohlgefühlt habe. Das ist echt krass. 1,13 Millionen Punkte. Schock. Na, ich mache einfach die Nico wird mich schon wieder auf den ersten 5 Metern so ficken, Alter. Jules, ich glaube, deine erste Runde musst du mal einbringen. Okay, viel Glück euch allen und viel Spaß. Ebenso. Ja, viel Glück. Na gut, deine zweite war eh die schnellere. Nevermind. Jo, P5 kann nicht unzufrieden sein, sagen wir einfach mal so. Klar, wir sind nur 9 Leute, aber so von der Pace. Die ersten 3 war klar, dass die weiter vorne sind. Mit Pascal bin ich auf Augenhöhe. Ist okay. Geht schlimmer. Suzuka ist ja nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Hm. Ja. Einmal eine Genugtuung abgegeben quasi. Inwiefern? Ja, wenigstens einmal beschlagen in Quali. Wieso? Naja, meine erste Zeit halt, ne? Naja, aber er steht ja trotzdem auf P2. Ja, ich weiß, aber ich habe ihn zumindest mal geschlagen, sonst schlage ich ihn beide Male nicht. Ach so, meinst du, ja, jetzt komme ich mit. Ja, alles bedeckt. Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite-Distas, ja. Ich bin... Benzin, volltanken, würde ich sagen, bei der Strecke. Ist zwar am Anfang ein bisschen kacke, aber... Ja. Ich bin gerade was am Überlegen. Startest du was hart? Doch noch? Ja, wenn es gehen würde. Nee, ich hab... Vielleicht fahre ich Medium Softs.
habe ich auch mit überlegt. Aber ich weiß halt nicht, wie sich die Reifen im Laufe des Rennens entwickeln, ne? Ja, in meinem Tester bin ich Soft Medium gefahren. Soft, da musst du halt am Ende aufpassen. Halt, wenn du den zweiten Stint mit Soft hast, geht es halt klar. Die Mediums von den reinen Prozent her halten super, aber es ist je nach Fahrer unterschiedlich, wie der damit umgehen kann. Ja, also das Dennis hat zum Beispiel gesagt, er hat mit 35% fühlt schon den Abtrieb von 60. Und ich war bei 40 und es ging eigentlich noch voll klar. Also ja, deswegen, ich werde das im Laufe des Rennens einfach entscheiden. Ja, ich auch. Sagen wir nicht gleich in die Box fahren. Frage ist, ist meine Musik. Ich weiß nicht, ob meine Musik bleibt. Oder leise. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Ja, hey, Leute. Was war das gerade? Explosion. Himmel explodiert, reißt auf, Ozonloch. Alles ja. Also, wenn ich mir da Pasi, Jul und Nico ansehe, muss ich fast davon ausgehen, dass da vorne krachen wird. Also Pasi hat auf jeden Fall eine Rennpace von, die ist nicht normal. Ja, das glaube ich schon. Also, der ist zum Beispiel Medium Soft gefahren im Testrennen. Ja. Und der hatte nach dem Boxenstopp, also nachdem er dann für Soft drin war, hat er 6,5 Sekunden gehabt. Ja. Auf mich. Die hat dann 2,5 Runden eingefahren. Wahnsinn. Ich hab zwar gerade das Gefühl, ich muss noch mal aufs Klo, aber ich denke, wenn ich jetzt gleich anstrengend bin, dann. Ja, ich nehme mich auch gerade, deswegen. Hm. Weil ich vorhin das gegessen habe. So, mal gucken, was das wird, ne? So, Controller 3 Balken heißt, ich steck mein Headset an. Ich hoffe, mein Internet hält. Dann Black Hat Fun. Dito. Mein Wasser noch auf. Oh, das war noch knapp mit meinem Kabel. Alter, Philipp hatte wieder einen Raketenstart. Oi, oi, oi. Ist es bei euch denn da schon wieder verkehrt? Ah, Nico, steig. Hab's gesehen. Ja, ich musste auch komplett weit gehen. Ich habe auch alles verloren. Ja, danke Nico, dass du Renault gefickt hast. Ja, ich. Das Problem ist, ich kann davon nicht mal großartig davon profitieren, weil ich werde gerade konstant. Ja, du konntest ja gar nichts dafür, aber nee. Ich werde jetzt da von all den Spacken da vorne komplett aufgehalten. Naja, das. Naja, was erwarte ich auch mit Leuten, die kein Zweck haben. Gemacht, Alter. Also ich war auf P4 und dann haben mich alle halt überholt, ne? Alle. Ja, ich hab's gesehen noch beim Rübergucken. Das war wie Senna gegen Prost, nur dass meine Position gegenüber Prost deutlich besser war. Ja. Und Schul führt auf jeden Fall. Lächerlich. Das kann sich dann Tino schön angucken. Was mir aufgefallen ist, Testrennen mit ERS musst du extrem aufpassen, das ist extrem kacke hier. Was muss ich aufpassen? ERS, das geht so schnell leer. Ja. Hätte ich jetzt einen Vollzug geschalten gehabt, wäre es das gewesen. Oh, ho, ho.
sehe es gerade, du hast. Naja. Das ist. Ich konnte halt null davon profitieren. Machst du nichts. Ich bin eigentlich froh, dass ich zumindest rausgerutscht bin, weil sonst hätte ich das ganze Fahrerfeld vielleicht blockiert und eine Massenkollision ausgelöst. Ja. Mein Gott, ey. Argument, was safe kommen wird, ja, man geht auch nicht zu zweit da rein. Ich muss an Jockey vorbei. Ja, aber es sind alle DRS-Fälle, ne? Ja, Jockey eben nicht mehr. So. Das mit einem Ball zu holen wird auch angenehm. Jockey zieht auf den Geraden so weit weg, ne? Ich bin gegen ihn im Test reingefahren, das ist so abnormal. Ah, da fühle ich dich. Da hilft auch DRS nix. Nee. Kannst du vergessen. Guck am besten einfach, wo er keine DRS nehmen will. Das macht er gerne mal auf geraden Sparen, dass er auf der DRS-Zone welches hat. So habe ich ihn auch in Monster geknackt. Ich könnte da vorne sein. Ich könnte da bei Tool und Parsi sein. Weil die haben da vorne alle keine Pace. Oder ja, nicht so eine krasse hätte Pace. Gelassen, hätte ich ihn easy in überholen können, wäre auch P3 gewesen. Ja. Na, jetzt ist Jonas Punkt, Junge. Jockey ist so unglaublich schnell. Was macht der denn? Der fährt aufs Gras einfach. Dulli. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Oh, da vorne, da wird's bald krachen. Holy shit. Also Nico und Philipp sind sich auch gerade richtig hart am Duellieren. Ja, ich bin aus der Session geflogen. Wieso? Keine Ahnung. Session existiert nicht mehr. Oh, du hattest dasselbe wie ich in im Singapur-Testrennen. Hm. Das ist echt cool heute. Ah, tut mir leid für dich. Ich würde das auch lieber gerne auf der Strecke austragen, verstehe mich eigentlich nicht falsch, ne? Das ist echt, das ist uncool sowas. Kann wenigstens wieder joinen. Ja, immerhin etwas.
Bist wieder raus bei mir. Ja, bin wieder raus. Cool. Was ein Kack, Mann. Also so macht auch die WM einfach keinen Spaß. Wenn du so ein verpacktes Kack-Game hast. Dein Vordermann hängt dich allmählich ab. Alter, was ist da im Hintergrund? Das ist wahrscheinlich immer noch P7, oder? Ja. Ja, es ist Philipp gegen Jockey gerade. Das Duell ist jetzt auch nicht unbedingt angenehm zum Ansehen. Und Philipp verliert das Auto. Ich hab Philipp. Unseren Daten nach sind die Reifen derzeit in Ordnung. Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Oh, Snap Oversteer gehabt, Spoon. Ja, das ist nicht gut. Oh, Philipp, touchier mich, Mann! Wie kann man so ein Madman sein hier? Ist unfassbar! Ja, toll. Anschluss zu Jogging. Das kann ich vergessen. Ah, never mind. Oh, Nico hat's in die Wand gehauen. Karma, hätte ich gesagt. Na gut, jetzt wird wahrscheinlich jeder auf hart gehen, ne? Scheiße. Nein, ich hab... Oh Gott, ich hab keine Strafe. Oh Gott, das war in letzter Sekunde. Ich war fast zu schnell. Safety Car oder wie? Ja. Ey, meine KI kann auch gehen. Kann ich ja weiter trailen. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder das mit dem neuen versuchen? Ja, jetzt überschlagen sich gerade. Ich wär fast zu schnell im Delta gewesen. Ich bin, glaube ich, in der letzten Millisekunde war ich dann... rechtzeitig langsam. Was ist das für ein Kackrennen, Mann? Okay, ich fahr wieder. Mal gucken, wie lange es dauert. Bin ja... Keiner von denen fährt an die Box? Ah doch, nur Joule fährt nicht. Nur Joule fährt nicht? Nur Joule fährt nicht an die Box, ne. Ich wollte auch Medium Soft fahren, aber ja. Schade, dieser strategische Poker bleibt. Also, ja, klar, das Feld fügt sich jetzt zwar zusammen, ne? Aber. Ja, dafür ist halt. P5 oder wie? Ich bin P5 auf Hard, ja, hinter Jockey wieder. Wir sind alle auf Hard. Ja. Ne, Joule nicht. Joule ist ja draußen geblieben. Ne, Joule nicht, ja. Wie lange ist Safety Car schon draußen? Ja, ist jetzt die erste Runde hier. Können mal Benzin runterdrehen, ne? Ich bin in fucking Herbst, Alter.
Die ersten sind also Stunde wirklich gar nicht. Ja, aber du schaffst du trotzdem. Ja gut, nicht mit dem Plan, den ich da nicht hab. Vielleicht. Das ist die, ich habe jetzt eine Möglichkeit, die aufgehen könnte, die mich komplett ficken könnte, falls die Session nicht wieder abstürzt. Wenn nicht, dann habe ich halt recht. Was denn? Ich gönne mir jetzt nochmal Mediums. Boah, 18 Runden! Frische Mediums sollten eigentlich halten. Wären halt am Ende ziemlich Cancer, aber sollten von den 10% zumindest halten. Wenn noch ein Safety Bar kommt, bin ich halt gefickt, weil dann. Aber bei dem muss ich halt reagieren und auf Soft gehen. Wollte gerade sagen, dann musst halt du auch nochmal rein, ne? Ah, hey, Boxenstopp. So, nicht noch mit dem Strafe übernehmen. Ja, blöd ist jetzt, wenn halt jetzt der Safety Car in diese Runde schon reinkommt. Nee, das schaffe ich. Guck, wie langsam ihr fahrt. Das schaffe ich easy. Ah, okay. Mein Gott. Ich hoffe nur nicht, dass der Fehler nochmal auftritt. Es war halt, wo ich rausgekommen bin, war, es ist ein Fehler aufgetreten. Ja. Dann habe ich das Spiel geschlossen, nochmal neu gestartet. Dann kam ich gar nicht erst in die Lobby rein. Dann stand da Session, Session fehlgeschlagen. Ja. Und dann bin ich nochmal, habe ich nochmal probiert über dich. Und dann hat es vielleicht eine halbe Minute gedauert, also extrem lang, und dann war ich auf einmal da, dann hat es in der Lobby noch eine halbe Minute gedauert, und dann war ich da. Ich verstehe halt nicht, warum Chu nicht reingeht, er schenkt der Parsi damit ja halt den Sieg, ne? Ja, also klar, die Soften sind zwar extrem stark am Ende, aber ob der denn ein ganzes Team rausfährt, I don't know. Ich muss Jockey kriegen, und auch eigentlich Dennis. Alter, Philipp fährt wieder so knapp hinten auf, ey. Verstehe das nicht, was daran zu schwer ist, Abstand zu halten. Ich auch nicht. Doch, knapp. Ja, Safety Car bleibt noch draußen. Na, das entscheidet sich gleich. Ich bin auch voll geraden. Ja, es bleibt noch draußen. Ja, cool. Aber ich sehe es halt auch so schon, also alles gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass ich das Spiel nicht abstürze. Hallo Fahrerfeld. Der Philipp ist ja gar nicht ganz rausgeflogen. Auch wenn ich glaube, dass mein Rennstartschlitt nicht mehr drauf ist, aber gut, du hast ihn ja perfekt gefilmt eigentlich. Oh, ich komme ins Gras, oh. Musste ich neu gestartet werden. Ja, das tut natürlich weh. Ja. Wo hat's Philipp eigentlich hergehauen? Zu halb? Nicht Philipp. Doch Philipp, also nee, davor Philipp, vor Nico. Oh ja, Ausgang Sektor 1. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Haltet die Reifen auf Temperatur und denkt daran, dass bis zur ersten Safety Car wieder meine Rennposition einnehmen. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position.
mein Gott. Ich lerne aus meinen Fehlern. Reifen sind kalt. Ich werde das jetzt hier definitiv nicht. Die ganze Safety-Kopf-Zeit hoch? Nee. Bei mir steht oben links komplett Safety-Kopf. Lol. Aber ich kann trotzdem überholen, weil ich habe Jonas direkt beim Ausgang überholt. Okay, weird. Ja, was machst du gegen Racing Fans auf dem Ort? Ja, mir brauchst du es nicht sagen, ne? Ja, same. Es sitzen beide gerade im selben Boot, ja. Vor allem, mir fährt halt das Podium da vorne weg. Ja. Ich kann meinen Reifen da nicht ausgehen. Also, wenn Philipp so fährt. Ja, thanks for that. Danke, Philipp. DLS wurde aktiviert. DLS ist jetzt aktiviert. Hier spart er immer, hier kennst du vielleicht, ne? Nee, das wäre zu riskant. Ich erinnere da an Vettel und Verstappen. Ja, ja, klar. Guck mal, was er jetzt auf dieser Geraden fährt. Na? Na? Ja. Ja. Der weiß schon, was er tut. Er ist nicht blöd. Ich merke auch gerade, ich bin schneller als du, Mann, ey. Ja, klar bist du schneller. Ja, klar bist du schneller als ich, wenn du auf Medium fährst. Sache ist, Jockey macht es auch nicht leicht, die Position später dann gegen Crew zu verteidigen. Bitte gib ihm einen Kackmotor in 21 Cent.
Bitte. Die ersten drei ziehen halt krank weg, ne? Ja, Drew verliert gerade ganz schön auf die anderen. Zwei. Ah, vielleicht hat er Fehler gemacht. Wir haben reichlich Benzin übrig und können den Motor auf Mischung 3 einstellen, wenn du sie brauchst. Nimm die fette Benzinmischung. Ach, Alter, das sind die Scherikier. Alter, oder? Ach so, kein Stoff, okay. Dann okay. Dieses Das wäre, glaube ich, mein bestes Manöver ever gewesen. Das hätte ich gemacht für Nico, ne? Ja. Also ich glaube, Millimeter und ich wäre weg gewesen. Ja. Ich hatte kaum genau Platz. Genau ja. Oder beißt man auch nicht an, Klapper. Also ich bin eher auf gleiche Höhe und innen und er muss natürlich selber voll reinhalten. Man hat ja gesagt, das harte Racing liegt mir zwar cool, aber sowas ist halt dann auch uncool, einfach die Linie zumachen, wenn man sieht, okay, da kommt ein Überschuss an. Ja. Diese Runde wird, glaube ich, nichts wieder mit dem Angriff. Nee. Ich muss ja auch ES sparen jetzt. Guck mal, wie weit die da vorne wegziehen, Mann. Ja, lächerlich. Lul, ich bekomme nicht mal DRS, ja moin. Ja, dann angriff ich, jawohl. Lol, du wirst mir mit 3 Sekunden Rückstand angezeigt, ja, what the fuck. Aha, Philipp. Jules ist an der Box. Was? Nee. Oder? Nee, Philipp hat in der Box aufgegeben. Ah, okay, never mind. Dang, jetzt so nimmt man natürlich die Kurve nicht. Bitte? So nimmt man, also ich, die letzte Kurve jedenfalls nicht. Achso, ich hab's jetzt nicht gesehen. Du wirst mir auch die ganze Zeit mit offenen DS-Flügel angezeigt.
Ich würde Dennis um den Sieg echt nicht unterschätzen da vorne. Gutes Tempo, aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Ich glaube, wenn du kein DS hättest, könnte ich dich glaube ich angreifen. Ja. Das ist nicht seine Lieblingskurve, sagen wir mal so. Also meine ich von Racing Point habe ich das Gefühl. Ja, du sagst es. Alter, die vorne drei sind fast auf einem Punkt. Ja. Ah, jetzt habe ich gehofft, dass du das hast. Jetzt. Ah, Instinkt. Hm. Ich sag schon, wenn ich in Schlagweite bin. Okay, Tür ist weit hin. Das sind nicht nur die 6 Sekunden, die wir quasi. War Tool an der Box? Ja. Okay. Okay, die haben wir auf dem Podium. Fuck. Wenn jetzt
Ne, geht sich nicht aus. Boah, ist das zum Kotzen, Mann. Drecks Racing Point. Komm, Jockey, fühl den gelben Tropfen hier. Mhm. Wir haben einen Überschuss an Benzin, der uns langsamer macht. Stell um auf Benzinmischung 3 und gib etwas mehr Gas. Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,8 Sekunden. Wir müssen die Batterie laden. Ja, die Sache ist, du hast auch immer einen deutlich besseren Exit als ich und deutlich die Körner. Hm. Ich hätte dich jetzt vielleicht sogar angreifen können, aber keine. Ja, es ist. Nee, ist schwierig. Es würde nur im Fach enden. Dennis, by the way, jetzt etwas weiter weg auf 2. Jetzt schön mit dem Hund dranbleiben und vielleicht noch der erste abschnecken. Ja. Keine Chance. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
aber im Schul brauchen wir uns keine nochmal das gedreht. Bitte? Okay. Schul hat sich gedreht. Ich sag dir eins, da macht keinen Fehler mehr. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Mann!
Das ist lächerlich. Ja, geil. Ja, das tut mir leid, das musste ich ausnutzen. Ah, wegen dem Bug. Oh, Bug auf. Ja. So wie es aussieht, ist mein erster Controller seit, glaube ich, 15 Jahren wieder kaputt. Zum ersten Mal ist ein Controller seit, ja, 15 Jahren geflogen. Ja, ich sag dazu gar nichts mehr. Schaut rein. Seht euch.